Liebe Bürgerinnen und Bürger, zuallererst wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein gutes neues Jahr. Gesundheit, Frieden und nochmals Frieden. Die erste Plenarwoche im neuen Jahr stand ganz im Zeichen der schrecklichen Ereignisse in Paris von letzter Woche. Das feige Attentat auf die französische Wochenzeitung Charlie Hebdo hat uns alle zutiefst erschüttert. Und dennoch, die vielen Demonstrationen in ganz Europa für die Presse und für die Meinungsfreiheit waren unwahrscheinlich beeindruckend. Vielleicht ist die Ich bin Charlie-Bewegung sogar ein Anfang für ein stärkeres europäisches Bewusstsein. Wir müssen gemeinsam fest daran arbeiten. Nicht nur in dieser Woche, sondern auch in den nächsten und das ganze Jahr. In Straßburg hat in dieser Woche Lettland die Präsidentschaft des Europäischen Rats übernommen. Ein Vorgang, der noch vor 30 Jahren undenkbar gewesen wäre. Die lettische Ministerpräsidentin betonte in ihrer Rede, dass sie Investitionen, Wirtschaftswachstum sowie den Ausbau des digitalen Binnenmarktes unterstützen möchte. Ich habe sie persönlich kennenlernen und schätzen lernen dürfen. Lettland ist in Sachen Gleichberechtigung ein Vorzeigeland, wenn es um die Verteilung der Geschlechter in den Parlamenten geht. Dort ist wirklich 50-50. Mein Ziel ist es, dass die Zeit der lettischen Präsidentschaft endlich einen Durchbruch bringt, wenn es um die Mutterschutzrichtlinien in Europa geht. Es ist kaum zu glauben, dass es immer noch Mitgliedsländer gibt, in denen Frauen nach der Geburt eines Kindes nur eine Woche Schutz bekommen. Wir alle wissen, dies schadet Mutter und Kind. Hier heißt es anpacken. Im Agrarbereich sind die Letten jetzt genau die Richtigen am Steuer. Sie sind ein Milchland. Ab 1.4. fällt in Europa die Mengenbegrenzung der Milchproduktion. Es ist jetzt schon klar, dass es wieder zu Überproduktionen kommt. Mit den bekannten Auswirkungen vom Preisverfall bis hin zur Gülleproblemstellung. Hier heißt es mit Bedacht eingreifen. Ein weiterer wichtiger Punkt dieser Plenarwoche war die Abstimmung zur Zuständigkeit der Mitgliedsländer bei genetisch veränderten Organismen. Das Parlament hat mit einer breiten Mehrheit endlich Rechtssicherheit in Europa geschaffen. Jetzt dürfen die Mitgliedsländer bestimmen. Frau Merkel, jetzt sind Sie dran. Sorgen Sie dafür, dass Deutschland GVO-frei bleibt. Zukünftig wird Monsanto, wie kürzlich in Frankreich, nicht mehr gegen nationale Schutzklauseln klagen können. Dies war uns Sozialdemokraten ganz besonders wichtig. Und dennoch ist das Verhandlungsergebnis zwischen Parlament und Rat kein wirklicher Grund für Jubel. Denn unser Ziel war nicht ein nationales, sondern ein europäisches Verbot von GVO. Ganz Europa muss GVO-frei bleiben. Heute und morgen. Und zwar nicht nur im Anbau, sondern auch in der Fütterung. Wir wollen ohne genetisch veränderte Organismen hier leben können. In dieser Hinsicht bleibt weiter sehr viel zu tun. Lassen Sie uns gemeinsam an einem guten Jahr für Europa, für Deutschland und für Bayern arbeiten. Lassen Sie uns vor allen Dingen in einen guten Dialog und Austausch über die europäische Politik kommen. Ich freue mich darauf. Ihre Maria Neuchl.